natürlich haben wir uns vorgenommen, dann auch nächsten Mittwoch das Spiel zu gewinnen. Überschaubarer Rahmen heute hier. Herzlich willkommen. Es ist diesmal Freitag. Wir spielen Sonntag 14 Uhr bei der SG Sonnenhof Groß Asbach. Wir sind ein bisschen Nachzügler vom Spieltag her. Aufgrund der allgemeinen Spiele, die da unten sind, Stuttgart 2 spielt, Stuttgart 1 spielt Samstag, wir spielen Sonntag. Wir haben Regensburg geschlagen zu Hause, haben jetzt Groß Asbach und danach drei Tage später das Pokalspiel. Die Frage wiederholt sich erstmal schon mal vor dem Magdeburg-Spiel. Wie wichtig ist das Spiel Sonntag, um Schwung zu holen für Mittwoch, oder koppeln wir beide Wettbewerbe voneinander ab? Naja, es ist immer wichtig, dass man sich, sag mal, in den Spielen, die vorher sind, Selbstvertrauen holt. Bis vor ein paar Tagen war ich immer noch der Meinung, gut, die Ausgangssituation ist für beide Mannschaften gleich. Der VfL spielt Sonntag, wir spielen Sonntag, weil es ist natürlich schon eine enge Woche mit Sonntag, Mittwoch, Samstag. So, jetzt hat der VfL einen Tag mehr Zeit nach seinem Punktspiel. Wir wollen, wie gesagt, dieses Groß-Asbach-Spiel gegen einen sehr unangenehmen Gegner trotzdem dafür nutzen, unsere gute Serie, sagen wir mal, fortzuführen, uns, sagen wir mal, sportlich in der Spur zu bleiben, um dann hier, denke ich, vor ausverkauften Haus ein gutes Landespokalfinale zu spielen. Und natürlich haben wir uns vorgenommen, dann auch nächsten Mittwoch das Spiel zu gewinnen. Aber es ist erstmal diese Punktspielaufgabe, die vor der Brust steht, und die wollen wir auch mal wie zuletzt auch ordentlich absolvieren. Sonnenhof Groß Asbach hat uns hier im Heimspiel mehr als nur Probleme bereitet. Was ist das für eine Mannschaft? Wie möglicherweise geht es für die auch um nichts mehr so richtig, wenn Unterhaching gewinnt, glaube ich, dann ist der Klassenerhalt gesichert alles. Ja, wie gehen wir da ran? Ja, Groß Asbach ist eine, das ist wie, ich sage jetzt mal, wer schon ein bisschen älter ist, der weiß, das klingt wie früher hier zu DDR-Zeiten Krumm-Hermersdorf. Aber wenn man ein bisschen näher hinguckt, ist Groß Asbach ein sehr seriös geführter Verein, hat sehr gute Voraussetzungen, guter Platz war zuletzt, sagen wir mal, nicht ganz so gut, hängt sicher auch damit zusammen, dass mehrere Mannschaften drauf gespielt haben, aber ein schönes kleines Stadion. Ich denke auch finanziell ist die Mannschaft, sagen wir mal, ordentlich aufgestellt. Sie haben eine Serie gespielt, gab immer ein bisschen hin und her, weil der Rüdiger Rehm den Fußballlehrer gemacht hat, mal mit Rapolder dann wieder zurückgewechselt. Sie haben jetzt zwar gegen Mainz verloren, haben vorher 9 Spiele, waren sie ungeschlagen. Also das klingt immer komisch, es geht um nichts. Ich denke, die Groß-Asbacher wollen zu Hause gewinnen und wir wollen auch auswärts nachweisen, dass wir nach wie vor dort eine gute Serie haben. Die wollen wir fortführen. Deshalb nochmal, es ist ein unangenehm zu bespielender Gegner, die eklig sind, die eine gute Qualität haben, die nicht umsonst auch diese Serie haben. Und deshalb wird es eine schwierige Aufgabe, wie jedes Spiel. Das klingt immer komisch für den, der im Fußball nicht so ganz nah dran ist, aber auch das Regensburg-Spiel war ein ganz ekliges Spiel. Bei Groß Asbach fehlt Senesi gesperrt. Wie sieht es bei uns personell aus? Ja, wir haben natürlich auch die Probleme mit Marcel Franke, mit Florian Brückmann, mit Banovic, die alle diese Woche nicht das volle Programm mitmachen konnten. Aber wir haben morgen nochmal vor der Abfahrt unser Abschlusstraining. Da werden wir sehen, wer dann dort dabei ist, fährt mit. Das ist bei, sagen wir mal, diesen drei Spielern noch offen. Jetzt bitte ich um eure Fragen. Bitte kurz Handzeichen, damit wir das Mikro dann untereinander durchreichen können. Danke. Wie hält der Trainer, es geht ja nun im Wesentlichen, wenn man so will, um nichts mehr, weil die Saison ist gelaufen soweit. Wie hält der Trainer die Motivation, die Konzentration bei den Spielern hoch? Na, erstmal durch die Zielstellung besser abzuschneiden, als wir es voriges Jahr hatten. Das haben wir, sagen wir mal, punktemäßig mit den 53 Punkten gemacht, sind noch 9 Punkte zu vergeben. Das wollen wir definitiv schaffen. Wir hatten ja auch gesagt, tabellenplatzmäßig wollen wir das versuchen. Das können wir realisieren, die Zielstellung. Wir haben das Pokalspiel. Auch da ist es wichtig, gut zu spielen. Ich denke mal, jeder will entweder spielen oder zumindest im Kader sein. Also das birgt in sich schon, sagen wir mal, diesen Druck, dass jeder sich auch anstrengen wird, um dann beim Pokalfinale dabei zu sein. Auf der anderen Seite muss man ja ganz klar sagen, dass in der Gesamtheit die Mannschaft es sehr ordentlich gemacht hat und gerade auch in dieser Rückrunde
nachgewiesen hat, dass sie in der Lage sind, die Spieler, die Spiele ernst zu nehmen, die Aufgaben ernst zu nehmen und auch ordentliche Leistung abzurufen. Zwei Fragen. Das eine ist, was hat Marcel Franke konkret? Und die zweite Frage ist, wir haben den Platz schon angesprochen, geht es gerade vor dem Pokalfinale dann auch in Groß-Asbach darum, bitte nur nicht verletzen? Frage 1, Marcel Franke hat, sagen wir mal, ein bisschen Adduktorenprobleme. Deshalb hat er die Woche reduziert trainiert. Wie gesagt, wir werden morgen sehen, ob er dort dabei ist oder ob es eben nicht hundertprozentig geht, dann wird er nicht mitfahren. Frage 2, in der Regel ist es so, dass, sag mal, wenn man aufpasst, dass man sich nicht verletzt, meistens das dann auch passiert. Ich denke, es ist wie immer, du musst dieses Spiel ernst nehmen, du musst Gas geben, die Bedingungen in Groß-Asbach, mit denen müssen beide Mannschaften zurechtkommen. Und ich denke, wenn man dort mit Leidenschaft spielt, dann ist die Gefahr, sich zu verletzen, in der Regel geringer, als wenn man übervorsichtig solche Dinge angeht. So, die Fanfragen der Woche. Sven, erste Frage. Die Frage aller Fragen, inwieweit ist der Landespokal am Mittwoch schon in den Köpfen der Spieler? Und wie realistisch siehst du noch Platz 4? Also der Landespokal ist definitiv in den Köpfen, da brauchen wir auch nicht irgendwie drum herum zu reden. Das war vor dem Magdeburg-Spiel so, das ist jetzt, denke ich, auch wieder so. Trotzdem glaube ich und hoffe ich, dass es uns gelingt, dann diesen Zwischenschritt mit dem Groß-Asbach-Spiel noch ordentlich zu absolvieren. Wie gesagt, auch als Vorbereitung haben wir ja besprochen. Frage 2 habe ich vergessen. Schnell nochmal. Platz 4. Naja, wir waren von der Sache ja immer sehr weit weg von Platz 4. Die Spiele werden weniger. Wir wollen natürlich das Maximale an Punkten, was möglich ist, versuchen rauszuholen. Da fahren wir jetzt nach Groß-Asbach. Gelingt uns dort, sagen wir mal, ein Sieg oder würde uns ein Sieg gelingen? Das ist ja mal alles hypothetisch, wenn man vorher darüber redet. Dann muss man die anderen Spieler abwarten. Es ist eher unrealistisch, über Platz 4 noch zu reden, aber sollte sich aus irgendwelchen Gründen die Chance ergeben, dann werden wir darum kämpfen. Und ich denke, das haben wir ja auch die ganze Halbserie gemacht, dass wir versucht haben, uns Schritt für Schritt oder Spiel für Spiel auch die Spiele zu gewinnen. Das ist immer das Entscheidende. Und vielleicht ergibt sich dann die Chance, wahrscheinlich ist es eher nicht. Eine Frage noch wegen dem VfL-Spiel. Das wurde ja vorverlegt von Sonntag auf Samstag. Denken Sie, dass das für den HFC dann ein Nachteil ist, wenn die dann diese lange Anreise, Rückreise haben von Groß-Asbach und dann quasi einen Tag weniger Zeit haben zu regenerieren? Ja, es ist von der vom Zeitablauf her natürlich Sonntag, Mittwoch, Samstag, jetzt vom Spielrhythmus her relativ eng. Auf der anderen Seite, denke ich, ist dieses Spiel am Mittwoch emotional so auch für die Spieler eine besondere Sache, dass diese Rückfahrt oder diesen einen Tag später spielen hoffentlich dann auch nicht so viel ausmacht. Wir werden das versuchen, die Zeit nach dem Groß-Asbach-Spiel so optimal wie möglich zu nutzen, um uns auf das Finale vorzubereiten. Gehen davon aus, dass uns das gut gelingt und dass wir auch gut vorbereitet in das Spiel gehen können. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wann darf Toni Lindenhain wieder spielen? Und wird er zum Landespokal einen Kurzeinsatz bekommen? Nee, definitiv nicht. Also ich sage jetzt mal, wenn ein Spieler, ich weiß jetzt nicht genau, sind es 9 Monate, sind es 8 Monate, sind es 10 Monate verletzt war, dann braucht er eine gewisse Zeit, um wirklich auch dieses Spiel, nicht bloß Spielfitness, auch die Spielfähigkeit zu erreichen. Toni Lindenhain hat jetzt die zweite Woche, wo er große Teile des Mannschaftstrainings mitmacht. Er ist noch nicht hundertprozentig beschwerdefrei und dann wäre einfach auch das Risiko zu groß, da vielleicht aus irgendeiner Verrücktheit heraus dort irgendwas zu probieren. Wir wollen, sagen wir mal, dass Toni in Ruhe das auskuriert, dass er sich vorbereitet, dass er die Chance hat, in der Vorbereitung, sagen wir mal, hundertprozentig fit zu starten. Und dann liegt der Fokus einfach darauf, es hinzukriegen, dass er eben so wiederhergestellt ist, dass er in dieser neuen Vorbereitung eine richtig ordentliche Rolle spielen kann. Und sollte auf dem Weg dorthin, es nun überraschenderweise in den letzten, es sind ja bloß noch 2,5 Wochen,
passieren, dass er, wie soll ich denn sagen, wie Phoenix aus der Asche kommt, ne, dann ist er vielleicht noch mal kurz dabei. So, Blick in die Runde. Es gibt keine Fragen mehr. Bedanke ich mich für die Fragen, für die Aufmerksamkeit. Wünsche uns allen eine angenehme Anreise nach Groß-Asbach. Ein erfolgreiches Spiel und dann sehen wir uns, denke ich mal, am Montag wieder, zumindest der Trainer und ihr. Danke, tschüss. Tschüss.